Marcel, der hat was zu tun, nämlich Gemüse schneiden. Hat er schon eben gerade die Möhren geschnitten und jetzt schneidet er noch die Zucchini. Da ich so gerne Gemüse esse, schneide ich es zumindest. Es ist gesund und das muss auch mal zwischendurch sein. Ja, und ich bin da hinten am Kochen. Und es gibt nämlich heute Spaghetti Bolognese. Genau, mit ein bisschen Gemüse und so weiter da schön drin und ja, ein bisschen Fleisch dazu. Schon mal alles vorbereitet. Und jetzt heißt das kochen, kochen, kochen. Ja, eigentlich wollten wir drüben heute Mittag machen, aber dann werden wir mal morgen wahrscheinlich Mittag machen, wobei wir noch nicht mal wissen, was morgen gibt. Ja, schauen wir einfach. Wir sind auf jeden Fall an der Brücke, das zeigen wir euch gleich nochmal. Wir werden nach dem Mittagessen auf jeden Fall nochmal hier rausgehen und uns das nochmal anschauen. Und ja, genau. In diesem Sinne wird es jetzt erstmal Essen geben. Also ist ein berühmter Parkplatz, da waren wir 2019 auch schon mal. Da waren wir noch Müll entsorgt und da sind wir sogar spazieren. Ja. Und ja, haben wir gedacht, da wo wir nämlich waren, an diesem Fußballplatz in Henningsvär, nee, das darf man, das hat ja so nach Fisch gerochen. Ja, das ist da ein bisschen voll auch und naja, das ist ein kleiner Parkplatz. Deshalb sind wir hier hingefahren, hier dürfen wir 4 Stunden stehen und ich bin fertig, ab jetzt kann ich nur noch relaxen und Stefan hat die Arbeit. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter. Nach dem Essen sollst du dich bewegen, das haben wir jetzt nämlich vor. Zwischen uns seht ihr das Wikinger Museum in Borg bei Leknes, also auf den Lofoten, da wollen wir jetzt hin. Von 10 bis 17 Uhr auf, Internetadresse ist eingeblendet. Und jetzt sind wir mal gespannt, was die Wikinger hier so auf den Lofoten gemacht haben. Das war schön. Oh ja. Und gleich auch ein bisschen mit Laufen und so weiter verbunden, denn zum, zum Wasser runter musste man dann doch ein bisschen laufen. Da musste man einiges laufen. Ich gucke gerade mal, ob ich das jetzt rauskriege, wie viele Kilometer. Ja, hier steht wieder nichts, das ist doch wieder ein... Auf jeden Fall war das sehr schön und wir haben ja auch im Boot gesessen, also von daher haben wir uns als Wikinger sehr gefühlt, ja. Genau, die Bilder habt ihr ja auch gesehen. Genau. Ja, 5,69 Kilometer und wir sind hoppala, vorhin nicht so viel gelaufen, also naja, ich würde mal sagen, ein paar Kilometer waren das jetzt schon hier, ne? Ja, ja, so ein bisschen schon. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, müsste ich jetzt auch in der Uhr gucken, wobei hier ist mein Training noch. Mal sehen, ob ich das jetzt hier parallel hinkriege. Ja, dann Training beenden. 52 Minuten. Also es waren so 3 Kilometer knapp. Auf jeden Fall, es lohnt sich. Wir haben jetzt muss ich gerade überlegen, ich weiß gar nicht, was wir bezahlt haben. Hast du die Rechnung irgendwo? Ja, 700 Kronen. 700 Kronen? Also so 70 Euro sowas ungefähr. Aber, und es gibt einen Rentnerrabatt. Ich glaube, wir waren 190, ne? Ne, 180. Ja, ich weiß es nicht. Wir werden euch einfach einblenden und dann wisst ihr, was wir da bezahlt haben. So, wir werden jetzt zu unserem Schlafplatz fahren. Da waren wir 2019 schon mal. Mal gucken, ob der funktioniert. Ob der aufgeht, genau. Oder ob wir wieder einen neuen suchen müssen. Das erfahrt ihr dann, wenn wir da sind. Nochmal. So, meine Mutter hat jetzt den Fifi im Gesicht hängen. So tief ist da wird schon schreckhaft zurückreagiert. Ja, mit anderen Worten, wir sind jetzt wieder, man erkennt es, glaube ich, Tisch ist voll, genau, ja. Ich wollte gerade sagen. Wir werden jetzt hier mal was essen, besser gesagt, ich habe schon mal abgebissen. Ja, genau, du konntest nämlich nicht warten auf euch, er hat ohne euch angefangen. Das Einzige, was wir sagen können, der Platz hat wieder funktioniert, das heißt, wir machen ein Déjà-vu von 3 Jahren, sind wieder zurück. Richtig. Es ist richtig voll und schon wieder stehen hier nur Deutsche umher. Wie immer irgendwie. Scheinbar diese App Park4Night wird oft von Deutschen benutzt. Oder kann so sein, oder die haben alle unsere Videos geguckt. Ihr habt es noch nicht oder geguckt, das. Guckt mal die Playlist Norwegen 2019. Lohnt sich auf jeden Fall. Und sonst auch die anderen Folgen, die ihr schon verpasst habt. So, und jetzt geht's was zu essen, ne? Ja, in diesem Sinne Mahlzeit und Prost. Prost. Mhm. Prost. Prost. Wenigstens mein Glas nochmal mit drin. Lecker Abendbrot gehabt. Wie immer, Knäckebrot, Brot. Genau. Bernd Knecke. Bernd das Brot. Ja, ja, das schon Brot. Klar. Ihr seht die wunderbare Aussicht. Wir werden euch gleich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen drüber blenden, weil ich weiß gar nicht, ob man es erkennt. So ganz schräg da so ein weißes Auto. Da haben wir, wie gesagt, 2019 gestanden. Genau. Und jetzt stehen wir halt mit den großen, dicken, stehen wir halt dort. Relativ sehr gut. Es ist schon richtig ruhig. Wir haben es jetzt 19.18 Uhr. Das heißt, man merkt, es ist noch Totentanz. Es ist auch nicht so viel los wie im August. Ja. Das merkt man auch. Ja. Und für morgen haben wir auf jeden Fall einiges noch vor. Das heißt, wir spoilern schon mal ein bisschen. Mal gucken, ob das auch alles klappt. Natürlich fahren wir nach Leknes nochmal einkaufen in Rema 1000. Ja. Dann fahren wir auf jeden Fall nach Reine. Weil das wollen wir uns diesmal anschauen. Das letzte Mal sind wir drüber vorbeigefahren. Ja. Wir werden uns noch mindestens 2 bis 3 Strände hier angucken und natürlich nicht reinspringen. Denn es ist definitiv das ist ein bisschen noch zu kalt. Ja. Wobei wir jetzt genug Leute dabei hätten, die uns die Handtücher mitnehmen könnten. So dass wir wenigstens sagen können, ganz schnell ein Handtuch rein. Wird aber wahrscheinlich eher nicht werden. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ja. Und sonst, wie gesagt, richtig schön hier und würde ich sagen... Ihr seht das jetzt nochmal. Genau. Und danach also machen wir einmal die Augen zu. Und dann sind wir schon am nächsten Tag. Jetzt schon wieder der nächste Tag. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day. And I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, was soll man sagen? Täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben mal wieder ein bisschen Frühstück gemacht. Gibt es heute drüben natürlich im Pepper. Die Brötchen gibt es, Eier haben wir gemacht. Da kocht noch ein anderes Ei. Jetzt haben wir auch noch den Spannungswandler hier ausprobiert. Der funktioniert einwandfrei. Hat mal kurz was gepiept, aber danach ging das ganz problemlos, weil der hat 150 Watt und dieses Ding zum Kochen hat 54 Watt. Also es sollte eigentlich hinhauen. Tut's auch, auch wenn es am Anfang mal kurz wahrscheinlich ein bisschen mehr Strom ist. Die schöne Aussicht genießen wir natürlich, das ist ja klar. Der seht ihr ja dann auch nochmal. Und ja, wir werden jetzt wohl mal frühstücken, also Mahlzeit. Kaum sind wir ein paar Meter gefahren, haben auch schon wieder angehalten, weil hier seht ihr wunderbare Strände. Karibik-Feeling. Karibik. Da wollen wir natürlich jetzt hin zum Strand, zumindest die Hand reinhalten, weil keiner von uns will reinspringen. Nee, zu kalt. Vielleicht noch Schwiegerpapa. Mal gucken, ob wir ihn überredet kriegen. Auf jeden Fall werden wir das jetzt schön genießen. Hier das Feeling. Ja, die Möwen sind auch dabei. Also eigentlich haben wir hier absolutes Strandfeeling. Ich verstehe nicht ganz, warum die Heizung läuft. Achso, warm Wasser wird noch gemacht. Also das ist schön. Hier, machen wir das Wasser da rein, dass das da reingeht. Dann können wir doch reinspringen. Ja, und jetzt sehen wir noch schöne Aufnahmen und seid gespannt. Hast du an? Ja. Dann gehen wir mal ins Wasser. Oh. Ich bin wieder. Ja, ja. Ja, so ein bisschen schisserlich ist er. Ich bin da noch ein bisschen weiter rein. Also man kommt, es kommt einem sehr bekannt vor. Dieses Geprickel an den Beinen ist wie beim letzten Mal. Es ist nämlich sehr kalt. unser Auto ist mal eine Abgasreinigung. Ja, ein bisschen oft in letzter Zeit, aber gut, ist ja halt so. Ist die norwegische Luft, da braucht er ein bisschen mehr Abgasreinigung. Auf jeden Fall sind wir beim Rema 1000, da steht es ganz groß. Und dort heißt es jetzt wieder einkaufen gehen. Mal gucken, ob wir für 1, 2 oder 3 Tage einkaufen. Das entscheiden wir, glaube ich, drinnen jetzt. Genau. Auf jeden Fall ist es der schöne Rema 1000, den wir euch schon mal vorgestellt haben in der 9. Folge von Norwegen. Also könnt ihr gerne da mal reingucken, weil nichts anderes ist es, was wir jetzt hier auch machen. Und der ist auch recht groß, also wirklich, das ist ein sehr schöner Laden. Genau, in Leknes lohnt sich auf jeden Fall. Wir gehen jetzt einkaufen und mal gucken, mit was wir alles wieder zurückkommen. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world on fire. I could tear this town apart. So, ich habe mir mal einen einen Windschutzplatz gesucht. Und zwar hier bei der Pommes-Station. WC, Wasser, Grauwasser gibt es alles hier. Dementsprechend steht da Buggy und da sieht man so ein bisschen Teddy. Ja, wir versorgen und entsorgen hier richtig voll. Alle Plätze, die kostenlos sind, gerade total belegt. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier auf einen teuren Platz sind. 20 Euro würde der kosten, und zwar von 8 bis 15 Uhr. Danach, ab 15 Uhr bis nächsten Tag um 8 bezahlt man dann noch einmal 23 Euro. Das muss man einfach wissen. Das muss man sich halt überlegen, ob man das macht oder nicht macht. Ja, und jetzt schauen wir mal, was Reine eigentlich noch so zu bieten hat. Nix, Reine. Wir bräuchten norwegische Kronen. Irgendwann kommt es dazu, dass wir wahrscheinlich uns auch Geld abholen werden, weil wir vielleicht auch noch was einkaufen wollen. Aber kein Euro, keine App. Also im Gegensatz zu dem Stellplatz in Schweden, ja, wo wir hätten auch sogar mit der App bezahlen können, geht hier leider gar nichts. Und es war auch die kostenlosen Parkplätze alle britzebratze voll. Alter Falter. Ist verständlich, wobei es wenig Wohnmobile, so viel Fairness muss man sagen, auf den einen waren mehr Wohnmobile, auf den anderen waren weniger, da waren sehr viele Norweger. Es ist nun mal das Christi Himmelfahrtswochenende, es sind sehr viele Leute unterwegs. Wir haben hier schon ein bisschen Magengrummeln, was morgen die Fähre nach Bodø wieder angeht, weil wir nicht reservieren, weil das war eigentlich noch nie notwendig zu reservieren. Da lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall sind wir jetzt weitergefahren Richtung Moskenes, haben jetzt hier einen Parkplatz gefunden, der ist auch gut gefüllt. Ja. Aber wir haben 2 Plätze gebunden und hier ist schon der Safari-Chef. Wir machen eine kurze Rast mit kurz ein bisschen Grillen und dann ist gut. Ja, genau, und dann wollen wir weiter bis nach Ö. Da soll ein Parkplatz gehen, der kostenlos ist. Mal gucken, wie voll der ist. Richtig. Ob wir wenigstens zwei Plätzchen kriegen, dass wir uns vielleicht wenigstens den letzten Zipfel der Lofoten anschauen können. Ja, und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Ja, und falls die Nachricht nicht angekommen sein sollte, was ich nicht glaube, nochmal hier alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Kai. Genau, alles Gute. Du weißt schon, dass du gemeint bist. Und sollten andere noch hier Geburtstag gehabt haben, euch gratulieren wir natürlich auch. Genau. Und jetzt gibt es Grillzeug. Mahlzeit. Wir sind angekommen am Ende der Welt. Unser Plan ist aufgegangen. Gott sei Dank, wenigstens das klappt. Wenn schon nicht Reine jetzt geklappt hat, was schade war. Dafür ein paar schöne Drohnenaufnahmen. Die habt ihr ja schon gesehen. Das Schlimme ist, ihr habt sie schon gesehen. Ich noch nicht. Und Marcel kennt die noch nicht. Ich kenne die noch gar nicht. Ja. Aber ich werde sie kennenlernen, denn irgendwann werde ich dieses Video hier schneiden. Genau, dann guckst du dir das sicherlich erstmal an. Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt das Buch hier von Tommy Thorling mitgenommen, weil ich noch ein Foto mache und ihm dann schicken werde. Weil dieses Buch hat er in Norwegen geschrieben, aber nicht so weit oben, so wie wir jetzt sind. Aber trotzdem eine nette Geste, finde ich. Genau, weil da kann ich noch eine Rezension ihm schreiben, weil ich habe das Buch jetzt durchgelesen. Das einzige Schlechte an diesem Buch ist, es ist halt zu Ende. Ne? Also ja. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter was gelesen. Irgendwann ist halt immer aber was Ende. So ist das nun mal. Gut, wir werden euch jetzt ein paar Impressionen von Borg schicken. Also zeigen und dann sind wir mal gespannt, was es hier noch so zu erblicken gibt. Ne? Genau. Ihr habt die Szenen gerade noch mal gesehen, das Ende der Lofoten oder das Anfang der Lofoten. Tja, es geht noch ein bisschen weiter raus. Natürlich gibt es hier noch ein paar Berge, die weiter draußen liegen. Ja, aber da kommst du nicht einfach so hin natürlich. Genau, wir müssten sonst wo lang laufen. Einmal über den ganzen Halster. Nee. Also dann sind wir ja nur Monate unterwegs. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob die letzten Inseln da nicht irgendwie vielleicht noch mal getrennt sind, wo du eh mit dem Boot hin musst. Ich weiß deshalb nicht. Wir sind hier vom Festland, wenn man so will. Der letzte Schniepel, wo wir jetzt waren. Genau, ein paar Fischerbötchen, die hier immer wieder rausfahren. Deswegen habe ich in die Richtung gerade geguckt. Haben wir euch ja auch mit eingeblendet. Ihr habt so viel jetzt gesehen. Und wir sind jetzt an einer Planung, Umplanung, Endplanung. Wir wissen es noch nicht so genau. Mal sehen, was es hier gibt. Das Problem, was wir haben, die Fähre, die Moskenes Bodø fährt im Mai am Wochenende nur einmal, und zwar um 7 Uhr. Es fährt aber, vom Montag bis Freitag fahren zwei, unter anderem eine um 7 und eine um 20 Uhr. Jetzt überlegen, nehmen wir die jetzt um 20 Uhr, wenn wir dann Platz drauf kriegen, oder morgen halt die um 7. Das werden wir dann entscheiden oder auch herausfinden, wenn wir da sind und wenn wir dann sehen, ob überhaupt noch Platz für uns ist oder nicht. Denn zwei Camper müssen auf jeden Fall mit. Wenn nur einer mitkommt, dann wäre das natürlich nichts für uns. Ginge nicht. Wir müssen schon beide mit. Richtig. Ja, und das ist halt einfach die Überlegung. Auf jeden Fall kann man sagen, ja, das waren die Lofoten. Wir haben euch einen Teil davon gezeigt. Jetzt heißt es für euch nur noch herkommen. Beachtet bitte oder lest euch bitte genug Informationen an, die ihr braucht für gewisse Sachen, weil wie gesagt, das, was wir euch jetzt gerade gesagt haben, gilt nur für Mai. Im Juni gelten schon wieder andere Fährzeiten, da fährt die öfters. Und bitte beachtet auch, es ist verdammt voll, selbst sogar schon im Mai, was wir nicht so erwartet haben. Und im August, da möchte ich es mir gar nicht ausmalen. Ich weiß, dass es beim letzten Mal, als wir hier waren, mega voll war. Und mittlerweile sind überall auch auf diesen Parkplätzen Camping verboten und so weiter Schilder. Also der Hahn hat auch noch was zu sagen. Also, genau, das hat das einfach nur noch mal bestätigt. Richtig. Also wirklich, wir haben das jetzt mitbekommen, das war vorher nicht so. Überall steht No Camping, No Camping, No Camping. Aber für uns war es trotzdem total schön und ich glaube auch für euch wäre es schön. Schaut einfach, wie es geht. Man muss halt genau gucken und auch immer Rücksicht nehmen. Das ist ganz wichtig, gerade wenn wir so viele sind. Genau. In diesem Sinne sind wir mal gespannt, was jetzt noch so kommt. Wir haben auf jeden Fall noch einige Tage, nämlich weit über 2 Wochen haben wir noch, also 2 Wochen und 2 Tage im Endeffekt. Und es geht auf jeden Fall hier weiter. Das auf jeden Fall.